Neuhaus am Inn. Eine neue stationäre Grenzkontrolle. Die Beamten suchen vor allem Schleuser, die Geflüchtete transportieren. Der Fahrer dieses Kleinlasters soll seine Ladefläche zeigen. Es ist schon so praktisch, dass er aufmachen soll. Ne? Nicht, dass er auf einmal weggeht. Er könnte ja zum Beispiel so weggeht fahren. Die Kollegen schauen hinten nach und er schaut der Mutter an, gibt Gas und fährt weggeht. Michael Schöffberger von der Bayerischen Grenzpolizei koordiniert die Kontrollen im Raum Passau. Haben seine Kollegen hier einen Schleuser erwischt? Er kann seine Fahrt fortsetzen. Ist alles gut. Kein Erfolg dieses Mal. Für die neu eingeführten stationären Kontrollen wurden tausende Beamte an die Grenzen zu Polen, Tschechien, der Schweiz und auch Österreich geschickt. Ein enormer Personalaufwand. Alle Grenzübergänge kann man so trotzdem nicht überwachen. Wir sind jetzt momentan hier und da drüben ist Simbach. Bis da, also Kirchdorf vor allem, auf deutscher Seite praktisch ist unser Tätigkeitsbereich. Und hier geht die Grenze. Und in diesem Bereich befinden sich 70 Grenzübergänge dort, die von uns betreut werden müssen. 70 Grenzübergänge, allein im Zuständigkeitsgebiet von Schöffbergers Dienststelle. Wenn die Schleuser also wissen, wo die stationären Grenzkontrollen sind, gibt es genug Ausweichmöglichkeiten. Treffen der Polizeigewerkschaft gestern im unterfränkischen Rottendorf. Der Bundesvorsitzende Jochen Kopelke sieht die neuen stationären Grenzkontrollen kritisch. Als Gewerkschaft der Polizei haben wir eine klare Meinung zur Grenzkontrolle, zur stationären, wo der Amtsplatz eingerichtet ist. Hoher Personaleinsatz, Erfolgsquote nicht so hoch wie bei der Schleierfahndung. Tatsächlich sind die Festnahmen von Schleusern seit Beginn der stationären Kontrollen nur leicht gestiegen. Die Zahl der eingesetzten Beamten dagegen deutlich. Die Personalsituation der Landespolizeien auch in Bayern, aber auch Bundespolizei ist sehr angespannt. Wir haben an den Wochenenden Dreifachbelastungen, Volksfeste, Fußball-Bundesliga, 1. bis 4. Klasse und jetzt den Schutz der deutschen Grenze. Also ein massiver Personaleinsatz, der auch die Länder mit zwingt, Personal abzustellen. Personal, das eben eigentlich bei Fußballspielen oder auch Demonstrationen gebraucht wird, wie hier in Berlin. Die Berliner Polizei hatte wegen der pro-palästinensischen Demonstrationen zuletzt Unterstützung von anderen Bundesländern und auch der Bundespolizei angefordert. Auch weil der Nachwuchs ausbleibt. In Berlin blieben im Frühjahr laut Gewerkschaft fast ein Drittel der Stellen für die Ausbildung der Polizei unbesetzt. Wir steuern auf ein sehr großes Problem in der gesamten Republik bei allen Landes- und Bundesbehörden zu. Uns fehlt der Nachwuchs, uns fehlen junge Menschen. In Bayern konnte letztes Jahr zum ersten Mal ein Ausbildungsjahrgang nicht komplett besetzt werden. Das Problem? Bewerber zu finden, die psychisch, charakterlich und auch sportlich geeignet sind, ist schwierig. Und manche treten die Ausbildung, obwohl sie angenommen wurden, gar nicht erst an. Vor einigen Jahren haben noch gut 10% die Ausbildung nicht angetreten. Bis heute hat sich die Quote verdoppelt. Die Anforderungen in der Ausbildung sind hoch, erklärt uns Sandra, die kurz vor ihrem Abschluss steht. Man muss halt viel lernen, das ist halt so, ne? Also ohne Fleiß kein Preis. Und es ist sehr viel Stoff, es kommt immer mehr dazu. Jetzt diese Cybercrime hat dazu genommen, das wurde jetzt mit aufgenommen. Oder jetzt auch diese ganze E-Mobilität. Also es kommt immer was dazu, nichts fällt weg, sage ich jetzt mal. Die Herausforderungen wachsen und die Belastung damit auch. Sandra nimmt uns mit zu ihrem Schießtraining. 12 Schüsse soll sie gleich treffen. Also es liegt mir relativ gut. Ich hoffe, ich treffe jetzt natürlich auch. Und er macht mir Spaß. Aufgaben, die Spaß machen, aber nicht jedem liegen. Immer wieder verlassen angehende Polizisten die Ausbildung. Das heißt, zu den Verzichtern kommen Abbrecher dazu. Die Quote liegt aktuell auf einem Rekordhoch zwischen 20% und 25%. Einer von ihnen ist Tom Jaeis. Er hat die Ausbildung nach 1,5 Jahren abgebrochen. Weil ich für mich gemerkt habe, dass ich einfach nicht mit der Schusswaffe draußen als Polizist arbeiten möchte. Das gehört einfach dazu, als Polizist Waffenträger zu sein draußen. Und dass man eben auch die Waffe im Notfall einsetzt. Und dementsprechend habe ich dann eben auch während der Ausbildung gemerkt, man lernt auch sehr viel über sich selbst, dass das nicht mein Weg ist, dass ich das eben nicht möchte. Sandra ist jetzt mit dem Schießtraining an der Reihe. Die Zahlen, die angesagt werden, muss sie treffen. Und Sandra, wie war das Trefferbild? Super, oder? Hat gepasst? Ja. Beide gut geschossen, hat nicht alle Treffer angezeigt, aber... Ja.
Die stärkeren Kontrollen an der Grenze machen einen Einsatz dort wahrscheinlicher. Es wäre jetzt nicht meine erste Priorität, aber ich meine, wir alle haben dafür unterschrieben, wir sind bayernweit einsatzbar. Und wenn das so ist, dann muss ich halt hin. Und ich glaube, da muss einfach das Beste daraus machen. Bayernweit einsetzbar sein, heißt für Bayerns Bereitschaftspolizei im Moment oft Personallücken füllen bei den Kollegen an der Grenze. Die Bereitschaftspolizei, wenn wir sie nicht brauchen, dann wären sie jetzt halt auch nicht hier. Und die Kollegen, praktisch, die jetzt die Kontrollstelle betreiben, praktisch, die fehlen halt an anderer Stelle. Denn für Sicherheit zu sorgen, wird zunehmend herausfordernder. Von der Politik fordert deshalb die Polizeigewerkschaft einen effizienteren Einsatz der Beamten. Ob stationäre Grenzkontrollen da sinnvoll sind, wird in Polizeikreisen bezweifelt.